Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, willkommen. Wie ihr seht, befinde ich mich gerade inmitten von Stonehenge und es sieht alles sehr neu hier aus, wie es unschwer zu erkennen ist. Und das liegt ganz einfach daran, ich bin in Polen, westlich von Gdynia. Das ist oben an der Ostseeküste und dies ist ein 1:1 Nachbau, eine Rekonstruktion von Stonehenge in Südengland. Und diese Rekonstruktion, dieser Nachbau ist sehr spannend und deshalb wollen wir mal ein bisschen in diesem Video über Stonehenge und diese Rekonstruktion berichten. Nun, was macht eine Rekonstruktion von Stonehenge so spannend? Das ist natürlich erstmal so, wenn man im Süden von England ist und die Stonehenge anguckt, ich zeige da mal ein Bild, so sieht es ja heutzutage aus, da ist nicht viel von über. Und wenn das eben nachgebaut wird, im Maßstab 1:1, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, so richtig auf die Millimeter genau und bis ins letzte Detail ist es nicht, aber die Maße und so etwas, das stimmt schon. Zum Beispiel hier diese großen Sandsteine, da diese Torbögen sind etwa 7 Meter groß. Und so kann man sich einen Eindruck verschaffen, wie das alles mal ausgesehen hat. Denn Stonehenge ist ja uralt, die bekannteste Megalithanlage von der Megalithkultur überhaupt. Ungefähr so 3100 vor Christus wurde damit begonnen. Da wurde erst ein einfacher Kreis gezogen mit Pfostenlöchern. Da hat man auch Bestattungen drin ausgegraben. Das hat man wieder abgerissen, hat später einen Steinkreis errichtet. Der wurde dann auch wieder abgerissen. Der wurde dann durch die Blausteine ersetzt. Das sind diese kleinen Steine, die ihr im Hintergrund seht, aber ich zeige da gleich noch mal ein paar Abfilmungen und nähere Aufnahmen. Diese Blausteine, die kommen von der Küste von Großbritannien und zwar im Nordwesten, so ungefähr 250 Kilometer von hier. Da wurden die abgebaut, gebrochen im Steinbruch, dann nach hier geschleppt, über Flüsse, über Land, vielleicht auch eventuell ein bisschen über das Meer. Und wie ich in einem Video letztens berichtet habe, das blende ich euch mal als Infokarte hier ein, die Sandsteine, das sind eben die oben, wo ihr sehen könnt, diese Quersteine und auch die senkrechten und natürlich hier diese Steine, diese Torbögen, die sind abgebaut worden, so ungefähr 20, 25 Kilometer von hier, nein, nicht von hier entfernt, aber vom Original Stonehenge entfernt, so in nordöstliche Richtung. Da hat man diese Steine analysiert, hat genau die chemische Zusammensetzung analysiert, hat sich 20 verschiedene Steinbrüche, wo diese sogenannten Sasensteine vorkommen, diese Sandsteine, hat damit verglichen, um den chemischen Fingerabdruck zu vergleichen mit den Steinen von Stonehenge. Man hat 52 davon untersucht. Es gibt nämlich nur noch 52 davon insgesamt. Ihr könnt es nicht sehen. Hier stehen sie aber rum. Gab es mal in Stonehenge 80 davon. Auf jeden Fall hat es dann bei der chemischen Analyse ergeben, von diesen 52 Steinen stammen 50 aus dem gleichen Steinbruch. Und da ist ein großes Rätsel jetzt im Gange unter den Archäologen. Warum wurden 50 von diesen Steinen da abgebaut und zwei irgendwo anders und dann nach hierhin gebracht? War das etwas Besonderes? Hat es eine besondere Familie aufgestellt, eine besondere Kaste? Weil damit ist das Rätsel von Stonehenge nicht gelöst, nur weil man weiß, wo die Steine herkommen. Denn es hieß in Medienberichten, Rätsel von Stonehenge ist gelöst, ist natürlich völlig übertrieben. Gelöst war nur eben das Rätsel, woher diese Sasensteine kommen, diese Sandsteine. Man kannte die anderen Steine, ja, diese Blausteine, diese Bluestones von den Presilli-Bergen, das wusste man schon lange, dass sie daherkommen. Aber von Stonehenge gibt es noch weit mehr zu berichten, denn wenn man sich die Anlage mal von außen genauer ansieht, sieht es dann eben so aus. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, so könnt ihr es gut erkennen. Und zwar, noch einmal betonen, 1:1 nachgebaut. Und da wird natürlich schon seit Jahrhunderten gerätselt, wie hat Stonehenge erbaut. Gut, das wissen wir nicht genau. Es hieß ja mal Druiden, Bewohner von Atlantis etc. etc. Aber von außen kann man erkennen, das hat natürlich alles System, dieser Steinkreis hier. Das seht ihr nicht. Befinden sich außerhalb auch noch Steine. Ich blende mal eine Karte ein von einer Rekonstruktion, wie Stonehenge mal ausgesehen hat. Das waren so Steine zum Anvisieren von bestimmten astronomischen Phänomenen, in Anführungszeichen, weil diese Phänomene kennen wir alle. Wintersonnenwende, Sommersonnenwende, Mondwenden und all so etwas. Das ist alles hier in Stonehenge dekodiert worden. Das heißt, die, ich nenne sie mal Führungskaste, die Priesterelite oder meinetwegen auch die Könige da der Steinzeit, konnte damit vorhersagen, dass jetzt, aha, so, guckt alle hin, die Tage wären kürzer oder die Tage wären länger. Und damit konnten sie Stonehenge, sagen wir mal, als Macht
Instrument auch benutzten, das sie scheinbar für das gemeine Volk die Zukunft vorhersagen konnten. So ist so die gängige Theorie, was dieser Steinkreis eigentlich sollte. Hierzu, das sage ich seit Jahren, muss man immer natürlich einwenden, man braucht keine Steine, die bis zu 50 Tonnen wiegen, aufzustellen, um astronomische Wendepunkte zu markieren. Das reicht da auch, wenn man ganz einfach Holzflöcke in die Erde rammt und dann einen anderen Holzflock als Visierlinie und schon hat man das. Es war ja auch so, wie ich eingangs erwähnte, dass Stonehenge ursprünglich einfach nur ein Kreis war aus Holzflöcken, aus Holzpfosten, die dann entfernt wurden. Welcher Kult sich hier genau abgespielt hat, weiß natürlich niemand. Es wurde 3100 vor Christus damit begonnen, das aufzubauen. Knapp 1500 Jahre hat man hier dann gebaut, bis es irgendwann mal so aussah, wie es hier im Hintergrund zu sehen ist. Das nennt man dann Stonehenge 6. Es fing an mit Stonehenge 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 war dann eben so fertig. Und dann ist dann irgendwann dieser Kult zerfallen und ganz Stonehenge ist zerfallen und es fehlen ja auch sehr viele Steine. Wo die Steine sind, ist eine gute Frage. Wer nimmt sich da mal eben so ein paar Dutzend Tonnen schweren Stein mit nach Hause, um da irgendetwas mit zu bauen? Gute Frage, wo die geblieben sind. Ich erwähnte ja gerade eingangs auch die Sasensteine, dass es 52 davon heute nur noch gibt und es waren insgesamt mal 80. Das ist schon enorm, was da an Steindiebstahl stattgefunden hat. Interessant ist natürlich jetzt auch, wo ich mich selber befinde. Ich zeige euch mal ein Bild, was ich nämlich in diese Richtung sehe. Da steht eine Pyramide und ein Nachbau der Sphinx von Gizeh im Kleinformat. Könnt ihr jetzt erkennen an dem Bild, dass es nicht ein 1:1 Nachbau ist. Aber das ist ein Evolutionspark mit Dinosauriern, mit der Entwicklung der Menschheit vom Steinzeitmenschen an bis heute. Das wird hier so alles nahegelegt. Ich habe mir hier gerade einen Film angeguckt über die Evolution mit einem Dinosaurier, der allerdings nur auf Polnisch war. Ich habe kein Wort verstanden, aber ist halt hauptsächlich alles hier für Kinder ausgelegt. Und ihr seht ja gerade dieses Bild, was ich hier zeige, auch selbstverständlich Familie Feuerstein. Die Flintstones sind hier vertreten mit Barney und Wilma und wie sie alle heißen. Aber kommen wir nochmal zurück zu Stonehenge. Stonehenge ist ja, wie ich vorhin erwähnte, dekodiert worden, so als astronomischer Kalender, Mondkalender, Sonnenkalender und so etwas. Ich blende euch da mal ein Buchcover ein. Ist von 1965, Stonehenge decoded. Da wurde das alles mit dem Computer mal berechnet. Eben diese Visierlinien und diese astronomische Ausrichtung. Und das alles hat so ungefähr vor 5000 Jahren begonnen. Es gibt aber allein in Deutschland mindestens drei Sonnenobservatorien, die älter sind. Zum Beispiel Goseck. Das seht ihr hier, ich zeige mal ein Bild. Das ist natürlich nachgebaut, eine Rekonstruktion. Das ist aber 7800 Jahre alt, ist viel älter. Aber da finden wir auch diese Visierlinien auf die Sommersonnenwende, auf die Wintersonnenwende. Und das ist ja ganz offensichtlich damals als Holz gebaut worden. Das macht das Rätsel von Stonehenge wieder viel größer. Warum hat man hier eben Steine genommen und nicht auch ein Holzobservatorium gebaut? Selbstverständlich ist eine archäologische, mystische Stätte wie eben Stonehenge auch in der Präastronautik interessant. Und da wird immer wieder auf ein Phänomen hingewiesen. Und zwar, dass Stonehenge aus der Luft betrachtet, mit den Kreisen, mit dem ehemaligen Kreisen im Inneren und so etwas, ein maßstabsgetreues Modell ist, und zwar von unserem Sonnensystem. Nicht von dem ganzen Sonnensystem, sondern nur von dem inneren Sonnensystem, und zwar von den Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars und dahinter den Asteroidengürtel. Und das wäre maßstabsgerecht angelegt, wie die Umlaufbahnen dieser Planeten um die Sonne. Wäre das tatsächlich so, wäre das wirklich so gebaut und geplant worden, wäre das sensationell, denn niemand in der Steinzeit vor 5000 Jahren konnte den Abstand der inneren Planeten in unserem Sonnensystem wissen. Eigentlich wussten die ja nicht mal, so wie wir es glauben, dass unser Planetensystem, dass sich die Planeten um die Sonne drehen, dass wir ein heliozentrisches Weltbild haben. Das heißt ja immer, die primitiven Urmenschen haben gedacht, die Erde ist eine Scheibe oder was weiß ich, was sie sich so alles ausgedacht haben. Aber das ist so in der Präastronautik das, was am meisten mit Stonehenge verbunden wird. Und natürlich, woher kam das Wissen über den Steinabbau, Steintransport?
und das Wissen über diese astronomischen Phänomene. Denn es müssen jahrzehntelange Beobachtungen hier vor dem Bau von Stonehenge vorangegangen sein. Hier ist das allerbeste Beispiel, der lange Mondzyklus von fast 19 Jahren. Das heißt nicht, dass man knapp 19 Jahre den Mond beobachten muss, sondern man muss das über mehrere Generationen, mehrere Jahrzehnte beobachten, um überhaupt erstmal festzustellen, dass es einen großen Mondzyklus von 19 Jahren gibt. Und der wurde dann architektonisch hier in Stonehenge eingearbeitet. Warum? Keine Ahnung. Aber so viel erstmal zu meinem kleinen Video hier über den Stonehenge-Nachbau im Maßstab 1:1, den es übrigens auch in England gibt. Und dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben für mein Video und schaut euch nochmal die Bilder an, die ich hier eingeblendet habe. Spult also nochmal zurück. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei meiner Arbeit, könnt ihr eine Premium-Mitgliedschaft abschließen. Abo nicht vergessen, Diskussion nicht vergessen und den Daumen. Tschüss, euer Lars.